Nimmst du auf? Guten Morgen, meine Hübschen. Wir haben Sonntag, den 14. November. Bin ich richtig? Bin ich falsch? Ich guck gerade mal. Nee, der 15. November, seht ihr. Wir machen heute wieder Brianna Painted. Und zwar haben wir hier die Pigmondo Tokans liegen. Und ja, was soll ich sagen? Der Pigmondo-Frust. Definitiv Frust, weil jetzt wird's lustig. Erstens, gibt's da so ein paar Punkte, die mir jetzt aufgefallen sind beim Painten. Ich habe schon ein Stück fertig ohne euch, weil ich gedacht habe, okay, ich ziehe das ohne euch durch und mache dann ein komplettes Review dazu. Nein, ich möchte nicht ein komplettes Review dazu machen, sondern immer mal wieder so ein bisschen erzählen, was mir so auffällt. Und ja, also, was mir jetzt bei dem bisschen, was ich fertig habe, aufgefallen ist, ist erstens, das kann eigentlich an sich passieren, aber hier fällt es mir sehr auf, ganz viele Reststeinchen. Also, ganz viele, nicht Reststeinchen, sondern Fremdfarben in einem Beutel, in den Farben, wo ich mir dann denke, ja, man hätte ordentlicher verpacken können. Und dann, Leute, ganz ehrlich, ich habe 5 cm fertig. Und das ist jetzt schon der Ausschuss. Ja? Hier haben wir Nasen an den Steinchen und so. Ja, die sind halt einfach nicht qualitativ nicht wirklich gut. Dann ploppen die Steinchen. Ja, ich habe Tatsache leicht ploppende Steinchen. Und ganz ehrlich, von einer Firma, die hochwertig und teuer verkauft, erwarte ich ein bisschen mehr. Nämlich, dass die Steinchen passen. Sie passen auch, wie ihr seht, eigentlich auf die Leinwand, aber in der Skalierung ein Millimeter mehr pro Kästchen wäre dem Ganzen, hätte dem Ganzen keinen Abbruch geschadet. Ja, ich weiß, dann nimmt man vielleicht, hat man vielleicht einen Zentimeter weniger Motiv. Ist ja völlig in Ordnung. Das muss man halt in Kauf nehmen, gerade weil man als Firma wie Pigmondo sehr teuer verkauft. Ne, also wollen wir mal ernsthaft bleiben, da ist man China-Firma deutlich besser. Die Leinwände haben, und das ist der Pluspunkt an der ganzen Geschichte, die Leinwände sind unten drunter mit Stoff belegt. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist klasse gemacht, aber der nächste Kritikpunkt. Jetzt aber genau. Wenn man schon ein Stück Stoff unter die Leinwand näht, dann sollte man darauf achten, dass die Klebefolie nicht unbedingt mit festgenäht wird. Das ist mir nämlich hier aufgefallen, dass das so gelaufen ist, dass ich hier Tatsache, das hört sich verrückt an, ich muss euch mal ein Stück wegstellen und rüberstellen, damit wir hier, wir machen ja gerade das O. Wunderbar. Das ist mir nämlich aufgefallen, wie ich das Bild angefangen habe. Ich habe dann erstmal damit gekämpft, dass ich die Folie von der Leinwand gelöst kriege, weil die mit festgenäht war. Nein, das ist nicht von Vorteil. Auf gar keinen Fall. Also, es ist mein erstes Pigmondo-Bild. Ihr wisst, das habe ich von der lieben Diamond in Picture geschenkt gekriegt. Und ich sag euch ganz ehrlich, sie hatte schon gesagt, nachdem ich angefangen habe und festgestellt habe, die Steine ploppen, schmeißet weg, das ist typisch Pigmondo. Und ich sag mir, nein, wir ziehen das jetzt durch. Erstens bin ich eh seltsam, was Geschenke angeht. Das wird eh alles behalten. Ist einfach so. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin so. Und zweitens, ich zieh das jetzt durch. Das ist da jetzt ein Witz, oder? Ach, Leute, ernsthaft. Sonst noch irgendeine Fremdfarbe hier drin? Nein, prima. Ja, wir machen hier weiter. Früher. Heiter geht's weiter. Und
Ja, das sind so die Punkte, die mir eigentlich aufgefallen sind. Was ich aber wiederum interessant finde, ist, dass die Leinwand glitzert. Kann man machen, muss man nicht. Natürlich. Aber sie glitzert. Wie gesagt, an sich von der Haptik ist die Leinwand eigentlich top. Also sprich vom Anfassen, wenn man nicht unbedingt qualitativ, sag ich mal, ist das mit dem Stoff schon einzigartig. Aber ich würde doch lieber am Stoff hinten dran sparen, anstatt, und das ist der Witz, an der Druckqualität. Wenn die Skalierung nicht stimmt, dann ploppen die Steinchen. Das ist einfach so. Ne, da kann man sagen, was man will. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht und ich muss schon wieder das fertige Stück ein bisschen andeutschen. Das ist meine Erfahrung nach, dass man 154. Ich guck mal bitte gerade kurz. Bitte, was ist das? Das L. Nö, haben wir nicht. Okay, also. Und ihr seht schon, ne? Jetzt nur mal so kurz nebenbei. Ich habe die Farbe noch nicht angefangen. Und hier sind mal locker 3 bis 4 Fremdsteinchen drin. Also, hallo? Geht's noch? 701. Das ist meine Lieblingsfarbe, weil da grundsätzlich schlechte Steine drin sind. Hey. Nein, was ich meine ist, man kann ja auch hingehen und ein bisschen auf teuren Schein verzichten und teuer Shishi und dafür mit der Skalierung ein bisschen hantieren. Also, ich weiß nicht. Da ist selbst, ja, da ist selbst, ja, die schlechteste China-Firma, 700, deutlich besser als Pikmundo. Und das soll mal was heißen. Also ihr nehmt euch bei Ali zum Beispiel Huakan. Huakan hat auch das Problem ploppende Steine, dass die Steine nicht auf die Leinwand passen. Ja, und dann geht ihr hin, kauft das, packt das aus und fangt an. Und ihr wisst eigentlich schon von vornherein, das funktioniert nicht, weil die Steine zu groß sind oder wie auch, oder die Skalierung zu klein, je nachdem, wie man es nimmt. Und fangt an zu painten. Ihr habt den gleichen Frust wie bei Pigmondo. Ja, weil die Steine ploppen. Ihr habt. Ja. Okay. Das kommt davon, wenn man quatscht und nicht aufpasst. Ihr habt gesehen, was passiert ist, oder? Genau. Also nochmal. Ihr habt die gleiche Qualität wie bei Pigmondo. Ihr habt exakt die gleiche Qualität wie bei Pigmondo. Wir nehmen uns jetzt eine Pinzette und sortieren mal. Und könnt euch sicher sein, dass der Ärger garantiert ist. Also, okay, das passt. Ich würde kein Bild von Pigmondo selber kaufen, bin ich ganz ehrlich. Einfach weil die Erfahrung jetzt zeigt. Okay, ich höre sie runter. Ich hole sie alle runter und fange noch von vorne an. Nee, das hat funktioniert. Okay. Und einfach weil gerade die Erfahrung mit dem Bild hier, und das ist ein wunderschönes Motiv, die Tukans sind toll, gerade zeigt, dass die Firma zu teuer ist für die Qualität, die sie leistet. Ich weiß, so Kanäle wie, ne, ich möchte keine Namen nennen, aber es gibt einen Kanal hier auf YouTube, der hat eine Kooperation mit Pigmondo und lobt die in den höchsten Tönen. Meine Lieben, kauft da nicht. Kauft da nicht. Nehmt lieber das Geld, was ihr bei Pigmondo investieren wollt. Und kauft woanders. Ganz klare Geschichte, weil ihr ärgert euch zu Tode. Ganz ehrlich. Ihr ärgert euch zu Tode. Hier, das meine ich. Moment. Sekunde. Ja, das ist so ein Paradebeispiel. Das freut mich gerade unheimlich. So, da haben wir das Paradebeispiel. Und zwar ist, Moment, der Stein, der hier, wie ihr seht, obendrauf kaputt. Der ist einfach mal kaputt. Der ist zu flach. Der ist wiederum völlig in Ordnung. Aber der ist mal eben.
kaputt. Einfach so kaputt. Und das fällt später dann doch auf, wenn das mehrfach vorkommt. Also, ja, ich weiß nicht. Ich für meinen Teil werde bei Big Mondo nicht bestellen. Natürlich haben die tolle Bilder. Selbstredend. Aber ja. Ich sitze jetzt 3 Tage an dem Bild, habe 5 cm geschafft. Das ist normalerweise, bin ich schneller. Aber bei Big Mondo muss man halt exakt setzen. Sehr exakt. Damit man Ploppen vermeidet. Oder vielmehr nicht so doll aufkommen lässt. Und weil ich hier ständig irgendwelche Fremdsteine oder Müll raussortieren muss, was dann auch schwierig ist. Ja, ich habe ein bisschen die Nase zu. Macht aber auch nichts. Ich bin halt ein bisschen erkältet. Nicht schlimm. Was dann auch schwierig ist, weil im Endeffekt, ich möchte eigentlich painten, anstatt ständig nachzugucken, sitzt der Stein jetzt 100% in seiner Lücke? Oder ist das ein Heilerstein? Da erwarte ich von einer Firma, die so teuer Bilder verkauft, Entschuldigung, ein bisschen mehr. Und das hier ist der tolle Weihnachtsstift von Anni. Wie ihr seht, ist da die Plastikspitze dran. Und ja, ich benutze die halt sehr gerne. Genauso benutze ich gerne. Wo habe ich ihn denn? Den muss ich gerade mal gucken. Einen Moment. Ich habe mir hier so meine Kistchen stehen. Da ist dann alles Mögliche drin. Alles Mögliche und Unmögliche zum Painten. Wie Schiffchen für... Ich habe mir hier so Schiffchen für Reststeine hingestellt. Da. Die Grünen eignen sich da eigentlich ganz gut. Und für den Ausschuss. Also ja, dass da mal immer wieder ein bisschen Müll bei ist. Völlig normal. Aber das ist schon massiv. Das habe ich auch nicht gehabt. Von einer Farbe gleich 5, 6, 7, 8 Stifte, Steinchen mal eben so weg. Ja, was ich auch gerne benutze, ist der Stift. Na, also der ist auch, ja, die Kamera freut sich. Der ist auch nicht schlecht. Also im Dunkeln ist der, ja, hat der auch was. Nein, also wie gesagt, ich möchte painten. Jetzt lege ich ihn wieder weg. Ich möchte painten und nicht ständig darauf achten müssen, ob die Steine in Ordnung sind. Weil, sorry. Nö. Nicht mein Stil, nicht das, was ich mir von einem Diamond Painting erwarte. Ich möchte beim Diamond Painting entspannen und nicht permanent überlegen müssen, passt der Stein jetzt in seine Lücke oder nicht. Das ist auf Dauer, ist das anstrengend. Ne? Und ich glaube, das braucht kein Mensch. Ich habe immer gedacht, von wegen, ja, Big Mondo ist so teuer und die werden schon Qualität liefern, aber ich lerne gerade, dass ich da völlig falsch bin. Völlig falsch. Weil, nein, sie liefern keine Qualität. Wenn wir ehrlich sind, liefern sie keine Qualität. Nein. Also meine Empfehlung ist, wie gesagt, besteht ganz klar woanders, weil es nichts bringt. Natürlich ist der Kleber ziemlich stark und natürlich halten die Steinchen. Klar, aber für welchen Preis? Ich meine, man zahlt bei Big Mondo das günstigste 15 Euro oder so für einen 30-30 oder so. Ja? Und im Endeffekt, wofür? Für eine kleine Leinwand, die festgenäht ist? Also für eine Folie, die festgenäht ist? Für Steinchen, die zu groß sind oder aber Nasen haben, kaputt sind? Aus der Leinwand, aus dem Bild ploppen, für tolles Zubehör, was man sich auch, ich sag mal, in China bei AliExpress selber bestellen kann, für
Ja, ich weiß nicht. Für jede Menge Stunden, die man in das Bild investiert und investieren muss, nur damit es dann hinterher wieder rausploppt, dann nützt der stärkste Kleber nichts. Sind wir mal ernsthaft? Dann nützt der stärkste Kleber nichts, wenn es nicht funktioniert. Und die Erfahrung mache ich ja gerade. Also, ich meine, ich kann euch das mal zeigen. Moment, jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Ich muss mir das gerade mal markieren da. Da. Hier die Sternchen und das sieht man. Die kommen hoch, die zwei. Hatte ich sie denn? Da. Die zwei Steinchen hier, die zwei, die stehen sich gegenüber und sind einfach mal der Meinung, sie ploppen hoch. Und dann muss man die runterdrücken mit dem Finger. Und Entschuldigung, damit das nicht mehr auffällt. Und Entschuldigung, das erwarte ich nicht. Und ihr seht ja, ich habe schon ein gutes Stück fertig. Also hier ist der Rand, da. Und da ist der Rand, wo ich gerade fertig bin. Das sind mal gute 5 cm. Und ich sag mal so, die Steinchen sind ja schon top. Also, ne? Vom Schliff her sind die klasse. Aber, und ihr seht auch, ich habe kaum Lücken da drin. Aber mal ganz ehrlich, dafür, dass die ploppen und ich hier ständig nachdrücken muss, damit das Steinchen auch auf seinem Platz bleibt, das ist den Ärger nicht wert. Ganz ehrlich. So, und mit dem Bild sage ich jetzt auf Wiedersehen. Ich werde dann hier jetzt mal weiter painten an dem Bild, weil die Farben sind schon schön. Und dann werde ich gucken, wie sich das entwickelt, aber momentaner Stand ist, oh, ich wacke, Entschuldigung. Momentaner Stand ist Kaufempfehlung. Nein. Wenn ihr was qualitativ Hochwertiges haben wollt, dann nehmt China oder eine andere Firma. Wenn ihr Versand aus Deutschland wollt, dann nehmt. Ne, es gibt, da wird genug Werbung für gemacht. Es gibt bestimmte Firmen, die auch in Deutschland sitzen, die das verschicken. Und da muss man nicht Picmondo teuer Geld in den Rachen werfen. Okay? Gut, meine Hübschen. Für sonntagsmorgens 8:27 Uhr reicht das. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Macht's euch einen gemütlichen und wir hören, stören und sehen uns im nächsten Video. Macht euer Ding, habt einfach Spaß, lasst euch nicht provozieren, bleibt mir gesund und bis dann. Tschüss.